Einheiten, alle Einheiten 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 184 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 184. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. 30 Einheiten sind schon da. 121, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben vergessen, einen Beacon zu überprüfen. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal zu The Evil Within. Einem schönen und tollen Horrorspiel. Wieder mal eins auf meinem Kanal neben Alien Isolation. Und wir wurden zu einem Einsatz gerufen in einem Irrenhaus. Hier soll wohl irgendetwas vorgefallen sein. Keine Waffen mehr in den Autos. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was hier so abgeht. Auf jeden Fall kamen hier wohl schon ein paar Einsatzkräfte hin. Aber irgendwie sind alle verschwunden. Weder Blut noch Patronenhülsen. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Auch von der Atmosphäre her. Gut, würde ich mal sagen... Damit wir nicht die ganze Zeit hier im Regen rumstehen und langsam mal reinkommen, würde ich... Gehen wir mal zur Tür hin, würde ich mal sagen. Oh yeah. Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich mich schon länger drauf gefreut habe. Und jetzt ist es endlich erschienen. Und kurz nachdem es rausgekommen ist, habe ich sofort angefangen, jetzt zu zocken, jetzt aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, aber es soll extremst werden. Also... Es soll irgendwie von den Machern von The Resident Evil sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es soll nicht ohne sein. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal rein. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Was ist denn hier passiert? Ich habe den Untertitel mal noch angelassen. Vielleicht mache ich den in der nächsten Folge aber wieder aus. Hast du das gehört? Weil er per Default an ist. Alter, was ist denn hier passiert? Ja, Moment, ich komme sofort. Okay, hier sieht es nicht mehr wirklich nach überlebend aus.
echt ein Haar. Oh Mann. Das sieht echt nicht gesund aus. Alles klar so. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay. Pass gut auf den auf, bring ihn am besten schon mal raus, ey. Da ist irgendwie irgendwas passiert. Bin ich ja mal gespannt, ob wir rausfinden, was es ist. Na toll. Okay, wir können uns umgucken. Ich hoffe, ich will mich gerade nicht umgucken. Alter. Jetzt pflückt da gerade jemanden. Hallo, Kollege. Wiederholt Leertaste drücken, alles klar. Na komm. Mach keinen Scheiß. Schnapp dir das Ding doch. Sehr gut. So. Seil damit ab. Alter Falter. Okay, SDG zum Schleichen. Haben wir das Messer noch? Können wir den überwältigen? Ich glaube nicht, dass wir das können. Können wir hinterher? Alter, nehmen. Oh. Gewöhnliche Schlüssel, ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Okay, ich glaube, wir sollten hier irgendwie weg. Wir haben auf jeden Fall Schlüssel, ich weiß nicht wofür. Ich glaube, der kommt zurück. Erschreck mich doch nicht so. Ich will hier weg. Was ist das für ein Irrenhaus? Wieso dürfen Iren hier machen, was sie wollen? Leertaste benutzen. Okay, ich glaube, wenn ich die Leertaste gedrückt halte, habe ich vorhin mal so einen Infotext gelesen. Können wir Türen leise öffnen? Ist vielleicht von Vorteil. So, Kontrollpunkt. Okay, hier muss ich aufpassen, dass er mich nicht sieht. Da fängt ja schon richtig gut an. Okay, der ist da unten irgendwo, ne? Ich sehe den Typ nicht mehr.
Oh. Oh oh. Ja. Mindestens. Alter, lauf! Alter, lauf! Mach dich auf. Rennen. Was? Wollt ihr mich verraten? Mach hin, ne? Das ist nicht gesund. Oh, ja, klasse. Hey, sag mal, wer baut denn das Teil hier? Da sollte die Regierung aber echt mal vorbeigucken. Bah. Okay, das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Klasse. Wir mit unserer offenen Wunde hier in das Blutbad rein. Ja, ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr werden. Na, Kollegen, die tauchen unter. Können wir irgendwas von denen looten? Vielleicht ein Freischein? Okay, erstmal hier raus aus dieser Suppe hier. Na komm. Oh, das sieht ja gar nicht gesund aus. Was ist denn das für ein Laden? Wer baut denn sowas? Na super, jetzt humpeln wir uns durch das Spiel durch. Okay, Kontrollpunkt. Das fängt ja schon richtig gut an. Hallo? Okay, zum Glück ist ja keiner. Hoffe ich mal zumindest. Ich gucke erstmal hier, ob hier irgendwas Wichtiges rumliegt. Nicht wirklich. Ja, da können wir doch jetzt sowieso schon vergessen, ey. Der mit seiner Schnittwunde am Bein und dann in das Blutbad da rein. Ja. Ja, okay. Jetzt so reinigen wir das Bein auf jeden Fall wieder. Bestimmt. Das Wasser ist bestimmt ganz sauber. Die sind doch alle bekloppt hier. Kommen wir hier durch? Zumindest öffnen. Liegt aber nichts, oder? Was ist denn das? Ist das ein Tresor? Okay, automatisch schließenden Türen. Oh Gott, da sitzt schon wieder einer. Hallo, Kollege. Na? Machst du einen Ausflug? Wo geht's hier raus? Dann hast du den jetzt nicht gefragt, oder? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Er. Okay, ab zum Aufzug. Du bleibst auch schön drin sitzen, oder? Gut. Okay, da haben wir noch eine Tür. Die scheint aber verschlossen zu sein. Okay, hier ist ein Schloss dran. Super, der hat den Schlüssel nicht mehr. Der hat den Schlüssel weggeworfen. Hier sind sogar zwei Schlösser. Das wird ja immer besser. So. Klettern wir mal da hoch. Na komm. Hat der Typ kein Handy bei oder so? Kann er nicht irgendwie Verstärkung rufen? Na gut, der weiß auch nicht wirklich, wo der da ist. Und wie die anderen
Bullen da schon rumgelegen haben. Hallo. Ist hier einer? Puh, Glück gehabt. Hier ist ein Computer. Können wir Hilfe rufen? Nee, leider nicht. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. SDEM-Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein, anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von SDEM-System an. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unbefindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das SDEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr. Er. Dieser Mann ist aufgetaucht. Okay. So. Hat er die Akte jetzt mitgenommen? Leertaste zum Benutzen. Machen wir doch mal glatt. Ich frage mich, wer das Teil hier genehmigt hat. Ich vergesse immer die Leertaste zu drücken, weil da nichts steht. Ich warte immer, dass da irgendwie steht, drück Leertaste zum Öffnen oder so. Ich hoffe mal, dass hier irgendwas steht, wenn wir was mitnehmen können. Ich will ja mal nicht so laut sein. Okay, ein paar Aktenschränke. Na gut, so laut ist der jetzt auch nicht. Nee, ne? Versteck dich. Okay. Ich mag die Spinde. Irgendwie in jedem guten Spiel gibt es ein Spiel, wo man sie drin verstecken kann. Ob Outlast oder... Alter! Oder Alien Isolation. Oh oh. Peter. Ich nenne jeden Peter. Der ist auch Peter. Der ist bestimmt Peter. Ich glaube, der macht gerade Gehacktes. Zumindest macht er gerade Geschnetzeltes mit dem Holz. Bitte lass das Ding in Ruhe. Okay, hat die Tür gefunden. Oder irgendwas. Ist der wie zum Verlassen? Ich will das Ding nicht mehr verlassen. Parallel spiele ich gleichzeitig auch noch. Also ist momentan nicht, aber... Sonst Alien Isolation. Symbole für Alarmbereitschaft von Gegnern. Okay, kleines Auge näher eine Nähe. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. Großes Auge entdeckt. Ein Gegner hat dich bemerkt. Ah, toll. Also wenn er große Augen macht, können wir rennen. Oh oh. Okay, nicht gucken. Nicht um. Geh zurück. Hau ab. Wo muss ich hin? Geh weg. Da sind ein paar Kisten. Ich versteck mich dahinter. Ich will hoffen, dass er nicht hier hinter guckt. Oh, 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 oh. No, du. Nehmen. Super, wir haben eine Flasche gefunden. Wir können uns das ganze Geschehen schön trinken. Geh rüber. Hier rüber. Gut. Du hast mich nicht gesehen, ne? Nee. Der hat nur so ein paar Anfälle. Ich werfe vielleicht mal die Flasche da hinten irgendwo hin. Vielleicht rennt er dann dahin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kacke. Peterle. Geh mal hinten rum. Geh mal weiter. Ja.
spiele nicht mit. Nein, der geht zurück. Oder nicht? Ja, der ist unentschlossen. Alles klar. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Wo sind wir hier? What? 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 Oh oh. Gut, 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 gut. Ich habe gedacht, Alien Isolation ist schlimm. Aber hier geht's ja direkt ab. Wo muss ich hin? Hier ist eine Tür, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Peter, ich bin weg. Peter, guck nicht. Bleib da. Lauf. Humpel. Mach die Tür ganz leise auf. Nicht so laut. Alter. Boah, ist der nicht. Der ist ja gar nicht mehr so feierlich. Okay. Wir können hier ein paar Stühle durch die Gegend treten. Der ist ja gar nicht nett. So. Zum Glück hat uns nicht gehört. Okay, gehen wir mal ein Stück weiter. Machen wir die erste Folge ein bisschen länger. Peter? Peter, mach keinen Scheiß. Peter, mach keinen Scheiß. Peter. Warum hat er uns auch mal gesehen? Oh Gott. Wir fallen doch nicht hin. Alter. Lauf. 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 Ja. Sind die bekloppt? Ja, jetzt eine rauchen. Nicht wirklich. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. The Evil Within. Wir sind angekommen. Warum wackelt die Tür da hinten? Kann ich im Aufzug bleiben? So, ich glaube, jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Das andere war jetzt gerade erstmal. So kommen wir mit der Steuerung klar. Na toll. Gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und ob wir hier irgendwie ganz schnell aus dem komischen Irrenhaus rauskommen und von diesem komischen Peter da weg. Das sehen wir alles in der nächsten Folge von The Evil Within. Bis morgen.